Guten Abend. Heute werfen wir einen Blick drauf, was die Fischlein hier zu dem neuen Gänselfutter sagen. Das ist jetzt das mit dem Kakao drin, was in dem Koffein ist. Und ja, ich sehe schon, ich habe hier eine ungünstige Leiberwahl gewählt oder getan, wie auch immer. Aber ja, wir schauen uns das jetzt einmal an. Was ich jetzt hier fütter, ist das Geflockte. Das Granulat habe ich noch gar nicht offen. Da ist der Zwiebelzichler. Iguane deckt es. Ja, das dauert halt ein bisschen bei den Welsen, bis die aufwachen und mal was machen. Außerdem sind sie es nicht wirklich gewöhnt, dass die was zu fressen bekommen, wenn das Licht an ist. Das Licht habe ich jetzt sicher seit einem Monat oder so nicht mehr aufgedreht. Da ist übrigens ein Mastiglanis gerade. Ich hoffe, man sieht den ein bisschen. Der ist schon wieder weg, hat sich eingegraben, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier mit Artemia nachlegen, dass man hier was sieht. Das ist dann doch interessanter für die Welse, aber man sieht, die sind eh sehr gut genährt, die sind einfach viel schneller als alle anderen am Futter. Also ganz ideal ist diese Vergesellschaftung eh nicht, aber es geht schon. Die sind echt groß geworden, die Imperfinis. Vor allem wesentlich massiger, als sie am Anfang waren. Ich muss sie einmal ein bisschen hungern lassen und dann was reinschmeißen. Dann sind sie ein bisschen aktiver. Da hinten ist jetzt wieder ein Mastiglanis unten. Wundert mich, dass die überhaupt rauskommen jetzt. Die kommen sonst nicht mal, wenn kein Licht brennt, raus, aber für euch. Da hinten sitzt er, jetzt weiß ich nicht, ob er den sehen kann. Ich halte mich hier lieber an die Imperfinis. Ich muss noch schauen, wie es sich bei mir zeitlich ausgeht, ob ich mit dem Granulat auch noch ein Video mache oder ob ich im kleinen Bäcker noch was mache, muss ich mir überlegen. Aber da haben wir jetzt auf jeden Fall was aus dem großen Becken mit dem neuen Futter von Aquakultur Gänsel. Für alle, die sich jetzt fragen, ja, was es damit auf sich hat. Ich stelle noch einen Link unten in die Beschreibung rein, dann könnt ihr euch das anschauen. So, ich glaube, das war es eh schon wieder langsam und tschüss.